Ah, warte mal, ich hatte hier noch irgendeine dämliche YouTube-Kacke, oder? Ja, das hier. So eine Pissi hier, Alter, das klappt niemals. Tag 4 und ich sehe aus wie Pissi. Auch schon. Ihr müsst aufpassen, hier ist irgendein... Top-Intro. Was, irgendein Vieh ist hier gerade. Was für ein Vieh? Keine Ahnung, es war schon an meinem Zelt. Großes Vieh? Keine Ahnung, es war schon an meinem Zelt. Großes Vieh? Keine Ahnung, es hat dran geschaut. Großes Vieh? Keine Ahnung, es war schon an meinem Zelt. Oh, und was ist mit dir? Du, ich war schon an meinem Zelt. Weil das, Snickers? Snickers. Oh. Der Hunger ist gegessen. Digga, dieser Moment. Snickers? Aber das ist schon geil. Hey, hey. Wenn mich jemand fragt, ob ich noch Heidelbeeren mag. Keine Ahnung, es war schon an meinem Zelt. Alles klar, Bommel, danke dir. Da hat er gerade Farid. Wunderschönen guten Morgen, Tag 4. Jetzt hatte ich hier den ersten Stuhlgang. Oh, ist das schön. Ich sehe mal blauen Himmel, der durch die Wolken durchblitzt. Aber trotz bist du nicht... Ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie voll cool. Alles happy und voll happy und alles cool. Ja, toll. Und alles cool. Ja, ich glaube, der Stuhlgang hat mir einfach mega gut getan. Ist auch wichtig. Ganz ehrlich, wenn man so einen aggressiven Waldschiss hinlegt, ich sag's euch, wie es ist. Mir ist da auch mal was passiert. Ich habe tatsächlich mal in den Wald geschissen, meine Freunde. Und bin dann blöderweise in das Loch getreten, wo ich reingekackt habe und bin quasi in meine eigene Scheiße getreten in Schweden. Deshalb hier mein Lifehack. Tretet nicht in euer eigenes vollgeschissenes Loch. Und genau. Mach ein Feuer mit Hilfe eines Feuer. Dafür kannst du die Hände benutzen. Das Feuer muss einzig und allein vom Feuer stammen. Jetzt hatte ich hier den ersten Stuhlgang. Den schauen wir uns jetzt mal an. Den würde ich auch gern sehen. Ich mag es kaum glauben. Aber ich glaube es. Oh, oh, oh. Mache ein Feuer mit Hilfe eines Feuer. Ich weiß nicht, ob man so ein Feuer macht. So, wir brauchen ja ein bisschen Varianz in der Ernährung. Heidelbeer als normales Obst. Heidelbeer eingekocht als Obst. Und jetzt einen kleinen Saft. Digga, das ist einfach nur schrecklich. Oh. Tag 4 und ich sehe aus wie 4. Na, Happy Birthday. Alles happy, voll cool. Ach du Scheiße. Kurzes Statement dazu. Ich stecke mir den Finger in den Arsch. Danke, Marin. Perfekt. Bisschen mehr blau als, blau. Richtig geil. Ich habe übelst den Cock in der Fresse. Richtig geil. Alter, ich fühle mich gerade wieder wie ein neugeborener Arsch. Der ganze Mock ist so ein Cock. Er ist sehr klein. Also will ich irgendwie reinpacken. Bin froh, dass ich froh bin. Ich lasse mir die Sonne richtig schön auf den Cock scheinen. Der Falafel setzt ein. Das Ganze ist natürlich ein Cock von einem Bauer. Was sagst du dazu, kleiner Bauer? Komplett wahnsinnig geworden, der Arme. Halt die Fresse! Ich höre dich nicht. Nee, wirklich. Toll. Einfach nur super. Einfach nur perfekt, liebes SARS-Feuerzeug. Das, mein allerjüngster Bester, war es an der Stelle mal wieder komplett überhaupt kein bisschen, gar nicht, nicht mal im Ansatz in irgendeiner Art und Weise. Dich ins Knie. Dankeschön. Meine allerbesten, ich schwöre euch, mein Kopf kratzt die ganze Zeit von innen. Digga, was macht man, wenn das Gehirn von innen juckt? Oh. Wie kriegt man das weg?